Hallihallo, Freunde, und herzlich willkommen zurück hier zu Gothic 1. Das letzte Mal haben wir uns glorreich geschlagen gegen Lefty und, naja, reden wir nicht mehr drüber. Betreten wir jetzt mal endlich richtig das alt. Oh Gott, das verwechsel ich schon wieder die ganzen Lagernamen, das gibt's doch gar nicht. Wir betreten jetzt natürlich das neue Lager endlich richtig und sehen mehr als nur die paar Reisfelder hier unten. Das ist auch eine schöne Position hier oben am Deich, muss ich schon sagen. Oder am Damm besser gesagt. Und hier ist Homer. Hey, Homer. Wie steht's? Was macht's Kernkraftwerk? Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Das klingt unpraktisch. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Hast du den Damm gebaut? Ja, als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Ist doch ein stattliches Werk geworden, muss man schon sagen. Wäre natürlich unpraktisch, wenn das Ding bürst, deswegen sollten wir tatsächlich vielleicht mal um den Lurker kümmern, aber ich glaube, noch sind wir viel zu schwach, um es mit so einem Viech aufzunehmen. Die haben nicht durchaus einen gewissen Wumms in der Klaue, sagen wir mal so. Hier haben wir scheinbar eine Art Taverne. Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Okay. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? Eieiei. Ich meine, wir haben es ja. Was denkst du über 50 Erz? Das ist ziemlich genau die Hälfte von dem, was ich als etwas Erz bezeichnen würde. Vielleicht haben wir es auch nicht. Ich werde denen sicherlich kein 100 Erz geben. Da gibt es sicherlich noch andere Methoden, wie wir da in diese Kneipe reinkommen, ohne dass wir den Leuten mal eben locker flockig ein Drittel oder Viertel unseres Vermögens in den Rachen schieben. Jo. Drittel bis ein Viertel kommt sehr, sehr gut hin. Na, da gucken wir gleich mal lang, wo es dahin geht, würde ich sagen. Wir schauen uns erstmal. Oh. Da hinten steht offenbar jemand vom Sumpflager Baal Kagan. Du bist aus dem Lager der Sekte, richtig? Wir nennen es die Bruderschaft. Ich bin Baal Kagan. Der Schläfer sei mit dir. Was machst du hier? Ursprünglich bin ich hierhin entsandt worden, um für unsere Gemeinschaft zu werben. Aber diese Barbaren wollen nichts wissen von geistiger Erleuchtung. So beschränke ich mich auf den Verkauf von Sumpfkraut. Dies wiederum wird hier sehr gerne gesehen. Zu gerne. Ich kann allein kaum alle meine Kunden beliefern. Warum schicken Sie nicht einen weiteren Mann? Baal Isidro sollte mich unterstützen, aber er sitzt den ganzen Tag in der Kneipe auf dem See und tauscht sein Kraut gegen Reisschnaps ein. Er ist dem Schnaps verfallen. Ich fürchte, von ihm ist keine Hilfe zu erwarten. Ich könnte dir helfen, dein Kraut unter die Leute zu bringen. Eine so große Menge Kraut kann ich dir nur anvertrauen, wenn du ein Mitglied der Bruderschaft bist. Aber du könntest mir helfen, Geschenke zu verteilen. Es sind noch nicht alle hier auf den Geschmack gekommen. Wenn sie erst einmal unser Kraut gekostet haben, werden sie mehr verlangen. Und ich kann mehr verkaufen. Ich denke, du schaffst es jetzt schon kaum, deine Aufgabe zu erfüllen. Für Baal Isidro wird bald gesorgt. Ich habe schon eine Nachricht an Coa Calom geschickt. Wenn ich das Kraut für dich verteile, was ist für mich drin?
Ich kann dich auf viele Arten entlohnen. Du kannst von mir magische Spruchrollen erhalten, die mit mächtiger Magie des Schläfers belegt sind. Ich kann dir aber auch helfen, leichter in unserer Gemeinschaft aufgenommen zu werden, wenn du das wünschst. Ich habe sehr gute Kontakte zu Kor Kalom und Baal Thyon. Beide stehen Iberion, unserem Meister, sehr nahe. Ich kann dich aber auch mit schnödem Erz bezahlen, wenn das dein Wunsch ist. 100 Brocken sollten für deine Mühe genügen. Okay, gib her das Kraut. An wen soll ich es verteilen? Du findest sicher leicht Abnehmer. Rede mit den Leuten. Aber gib jedem nur einen Stängel. Noch was. Wenn du dir das Kraut abnehmen lässt oder es selber rauchst, gilt unsere Abmachung nicht mehr. Sicher. Ja, und hier können wir die Quest jederzeit abbrechen, wenn wir meinen, wir haben genug getan. Allerdings sollten wir erstmal das Kraut verteilen, weil, wie er schon sagte, sonst gilt die Abmachung nicht mehr. Zeig mir deine Waren. Wie du wünschst. Jo, hat ja auch nur Schmökerware im Inventar. Das nutzt uns momentan jetzt wenig. Das Krautverteilen läuft folgendermaßen ab. Wir sprechen irgendwelche Banditen an, fragen... Willst du etwas Sumpfkraut? Ich gebe dir 10 Erz dafür. Hier. Wenn du mal wieder was loswerden willst, komm zu mir. Jo. Und bei der Gelegenheit... Haben wir schon mit Banditen gesprochen? Ja, mit Banditen haben wir tatsächlich schon gesprochen am Anfang. Ganz am Anfang. Aber ich werde jetzt nicht alles auf einmal verteilen. Wie viel ist denn überhaupt? Noch 10 Stängel. Ich werde jetzt nicht alles am Anfang machen, denn, ach Gott, ich habe schon eine Wasserverteilaktion eigentlich schon genug, auch wenn das wesentlich angenehmer ist. Hier haben wir nochmal 2 Banditen, aber die scheinen hier was zu bewachen. Wo willst du denn hin? Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Ah, hier. Stimmt, zu Laris geht's hier. Ich erinnere mich. Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Und du? Wo sollst denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Mordrak schickt mich. Mordrak ist schon lange nicht mehr hier. Er ist vielleicht schon längst zum alten Lager übergelaufen. Ich bin mit ihm hier hingekommen. Mordrak ist wieder hier? Wenn du ihn siehst, sag ihm, Laris will ihn sehen. Mordrak hat mir etwas für Laris gegeben. Was? Einen Ring. Hm, bestimmt ein kostbares Stück. Gut, du kannst zu ihm. Yay. Dann schauen wir mal. Laris ist ja der Anführer der Banditen hier im neuen Lager. Ja, ich will nicht mit dem Wein reden, ausnahmsweise. Ich will mich eurer Bande anschließen. So. Was hast du denn vorzuweisen? Ich verstecke mich nicht hinter überdimensionierten Kerzen. Mordrak schickt mich. Er hat mir einen Ring für dich gegeben. Ein wertvolles Stück. Es ist bei uns üblich, einen Teil der Beute mit dem Anführer zu teilen. Aber dass er dir den Ring gegeben hat, zeigt, dass er einiges von dir hält. Ich will, dass du zu ihm gehst und ihm etwas ausrichtest. Sag ihm, ich will jemanden im Sektenlager haben. Die Bruderschaft plant irgendwas Großes. Ich will genau wissen, was da abläuft. Riecht nur ihm aus. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Ja, das sollte jetzt wahrscheinlich noch nicht reichen. Aber eine interessante Frage ist natürlich, wir wollen ja ein bisschen Muckis zulegen. Wo kann ich hier was lernen? Bei mir. Ja. Ich kann dir beibringen, deine Geschicklichkeit und Stärke zu verbessern. Na, das eignet sich doch super. Ich will mich verbessern. Dann würde ich sagen, wir machen einfach die nächsten Lernpunkte. Ich glaube, es waren 20. Jawohl, es waren 20. Einmal auf Stärke drauf. Das nächste Level schauen wir mal, dass wir dann uns vielleicht ein paar Talente zulegen. Irgendwie Tiere ausnehmen oder sonst irgendwas. Auch schön interessante Sachen eigentlich rumliegen. An solchen Talenten müssen wir natürlich auch noch feilen. Na, ein bisschen, ach nee.
Dir kann ich ja gar nichts geben. Du bist ja so ein Langweiler, so ein Nichtraucher. Und Sharky. Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Auch wenn ich natürlich eher was verkaufen wollte. Irgendwelche besseren Waffen? Nein. Aber wir könnten dem hier noch ein paar der alten Schwerter andrehen. Moment mal, ich glaube, es waren die, die ich dort noch übrig hatte, durch Bug-Using entstanden sind. Genau. Die schmeißen wir am besten einfach weg. Das war wieder dieser Bug, der entsteht beim Schmieden, wenn man da zu schnell klickt. Das müssten diese vier Schwerter gewesen sein. Und falls das weniger oder falls das nicht waren, nehmen wir das einfach als Pauschale. Für den... Es ist ja nicht absichtlich, dass ich das mache. Sonst passiert einfach, wenn man da zu schnell klickt. Und das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich. Aber naja. Muss halt drauf achten. Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben wolltest. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Kannst jederzeit wiederkommen, Bruder. Ich finde es ja schön, dass die den Preis bestimmen. Dass sie nicht sagen, hey, wie viel willst du dafür haben, sondern sie sagen... Du siehst aus, als wenn du etwas Sumpfkraut haben. Ja. Hast du was? Ich nehme einen Stängel für 10 Erz. Genau das sagen wir. Das war uns einfach immer mal, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen durch die Gegend, reden mit den Leuten. Und ab und zu vertickern wir mal ein bisschen was, ne? Hier haben wir Buster. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Was ist das denn für ein blöder Spruch? Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Das werden wir irgendwann auf jeden Fall lernen, denn Akrobatik verringert nicht nur den Fallschaden, also dass wir dann aus größerer Höhe fallen können, sondern gibt es auch noch einen schönen Sprung, mit dem wir sehr, sehr schnell vorwärts kommen. Sieht ein bisschen affig aus am Anfang, aber ja, aber ist sehr, sehr effizient und das ist es mir einfach wert. Und wie gesagt, man kommt hier im ersten Teil definitiv genug Lernpunkte, um sich mal so die ein oder andere Spielerei zu leisten. Das ändert sich noch. Im zweiten Teil muss man da wirklich teilweise überlegen, was in was man investiert und in was nicht. Das Haus würde mich ansprechen. Rein von den Gesprächsoptionen her, aber scheinbar ja. Vielleicht doch. Wo kann ich denn hier einen Bogen bekommen? Da bist du bei mir genau richtig. Für gutes Erz bekommst du gute Ware. Doch, der sollte mich sehr wahrscheinlich ansprechen. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Na Mensch, der hat ja richtig hier Lust. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Ja, mein Gott. Wie komme ich an Felle und heute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aylan. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Redford und Drax haben wir ja schon in einer der ersten Folgen kennengelernt. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Ach, ich freue mich ja schon so ein bisschen, wenn wir unsere erste Rumlaufaktion haben, sag ich mal. Wo wir dann so ein bisschen die Welt erkunden, mit ein paar Leuten reden, die so außerhalb der Lager rumstehen, bisschen quatschen über dies und das, ein paar Monster abschlachten. Ach, das wird lustig, da freue ich mich ja schon drauf. Du siehst aus. Und in der Zwischenzeit vertickern wir noch ein bisschen was. Hallo. Das Schöne daran ist, wenn wir jetzt das ganze Kraut verkauft haben für die Quest, aber noch ein bisschen was bekommen, könnten wir es theoretisch auch noch weiter vertickern. Dann noch ein bisschen klein, also wirklich sehr, sehr kleinen Verdienst nebenbei sich ergattern. Oh, wir haben mal. Hier haben wir Söldner. Tatsache. Ich würde sagen, mit den Söldnern reden wir dann aber beim nächsten Mal. Ja, genau das meine ich. Und ich würde sagen, das war's erstmal für heute mit Gothic. Ja gut, also es kann schon sein. Ja, das kann nicht nur sein, das ist tatsächlich so. Und ich würde sagen, genau, lass mich bitte ausreden.
Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Gothic. Bis dahin, auf bald, euer Exedo.